25. Mal präsentierte der Reiterverein Nippebruch-Galen am vergangenen Wochenende hochkarätigen Springsport. Angefangen bei Prüfung für Nachwuchspferde, über das Mannschaftschampionat bis zur schweren Klasse wie dem 3-Sterne-Eschspring begeisterte das Hallenturnier Galen 2019 Reiter und Zuschauer gleichermaßen. Im Anschluss an die Springpferdeprüfung und dem M-Spring stand am Freitagabend das 2-Sterne-Eschspring, präsentiert von der Vereinten Volksbank Dorsten, Kirchhellen und Bottrop sowie der Volksbank Schermbeck auf dem Programm. 48 Starter gaben hier ihr Bestes. 16 Pferde wurden platziert, davon kamen 5 Reiter mit 0 Fehlern durch den Parcours. In dieser Prüfung siegte Peter Dulz vom ländlichen Reit- und Pferdverein Kirchhellen mit seiner 13-jährigen Stute Cordia. Das Pferd habe ich 6-jährig von einem Züchter in Berett gekriegt. Es war roh. Seitdem reite ich das Pferd selber. Noch nie ein anderer drauf gesessen. Ich würde sagen, eingespieltes Team und ja, kämpft für mich. Sehr beliebt ist auch die Mannschaftsspringprüfung. Ein Team aus 3 Reitern musste ein L-, M- und S-Parcours durchreiten. Dabei wurden sie von ihren Fans lautstark unterstützt. Am Ende belegte der Zuchtreit- und Pferdverein Heiden mit Jeanette Mertens, Hendrik Dove und Werner Brömmel mit insgesamt nur 4 Fehlern und der schnellsten Gesamtzeit den ersten Platz. Die Teilnehmer des Reitervereins Galen gaben aufgrund eines Sturzes, der für einige Schrecksekunden sorgte, aber gut ausging, auf. Zum Höhepunkt des Turnierwochenendes gehörte der große Preis Galen 2019, ein 3-Sterne-Eschspring mit Stechen am Samstagabend. Wir hatten 30 Starter, eine 3-Sterne-Springprüfung, die mit 1,50 Meter ausgeschrieben ist. Das ist also schon auf nationaler Ebene ein sehr hohes Niveau. Und von diesen 30 Startern, klar, wir hatten im Endeffekt einen Nuller mit Zeitfehler. Wir hätten uns mit Sicherheit 4 oder 5 gewünscht oder auch 6 Nuller. Ich glaube, viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig ist, wie dieses Ergebnis. Wir haben eine super Präsentation von unserem Sport gesehen und unheimlich spannendes Springen. Ich habe mit vielen auch Besuchern gesprochen, die hinterher gesagt haben, meine Güte, das war viel spannender als ein Stechen. In diesem Jahr musste das Stechen ausfallen, denn nur eine Reiterin schaffte es, den Parcours fehlerfrei zu durchreiten. Isabel Gerfer vom Reiterverein Kurt Scheidt gelang mit ihrer 11-jährigen Stute Ironie du Bois Helleux der Siegesritt. Beim abendlichen Showprogramm hatten die Ponys die Lache auf ihrer Seite. Mit ihren Reiterpuppen jagten sie durch die Halle. Der Reiterverein Galen konnte auf dem Jubiläumsturnier noch einige Neuerungen präsentieren. Wir haben den Bereich für unsere Ehrengäste verändert. Wir haben die alte Tribüne abgerissen, dort eine neue Stehtribüne für die Zuschauer geschaffen und die Ehrengäste auf die gegenüberliegende Seite verfrachtet, auf Deutsch gesagt. Dort haben wir einen ganz tollen, großen, hellen Bereich für die Ehrengäste schaffen können, sodass dort man sich einfach viel wohler fühlen kann, man kann Kontakte knüpfen, man kann sich viel besser unterhalten, weil das Platzangebot einfach größer da ist. Anlässlich des Jubiläums erhielten die Helfer einen großen Kuchen zum Dank für ihren Einsatz auf den Turnieren.